kritischen Diskurs. Wir möchten Ihnen in den nächsten 5 Minuten Überlegungen zum Zusammenhang zwischen Post-Truth-Diskursen, der Akzeptanz von Wissenschaft in der Gesellschaft und der drängenden und naheliegenden Aufgabe von Universitäten, politische Bildung für eine breite Öffentlichkeit anzubieten, vorstellen. Das klingt spannend, aber was ist das Problem? In den sozialen Medien kursieren zunehmend Fehlinformationen und Fake News. Ihre AutorInnen leugnen fundierte, methodisch gesicherte, wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir leben in einer Post-Truth-Society. Diese Situation verschärft sich durch generative künstliche Intelligenz, die gezielt individualisierte Falschinformationen generieren und verbreiten kann. Außerdem entstehen getrennte Diskursräume, in denen unterschiedliche Informationen zugänglich sind. Vorherrschende Meinungen und MeinungsmacherInnen werden in ihnen gestärkt, während Minderheitenmeinungen zurückgehalten werden. So entstehen Phänomene wie Informationsblasen, Echokammern und Schweigespuren, die massive politische Wirkungsmacht haben. Das führt zur Zersplitterung der Gesellschaft. Die Algorithmen der sozialen Medien unterstützen das. Sie schlagen am ehesten solche Beiträge vor, die der eigenen Meinung entsprechen. In all dem wächst das Misstrauen gegenüber der Wissenschaft. Ihre Rolle als verlässliche Akteurin für Erkenntnisgewinn steht in vielen Diskursräumen zunehmend in Frage. Wissenschaft selbst wird zu einer Bubble. Je mehr alternative Wahrheiten koexistieren und je stärker das Gewicht von leicht konsumierbaren Fake News oder Fehlinformationen ist, desto schwieriger ist der Stand von wissenschaftlicher Erkenntnis. Aufgrund ihrer Komplexität ist Wissenschaft ohnehin schwierig zu kommunizieren. So stehen wir vor dem Problem, dass wissenschaftliche Erkenntnis als politisch neutrales Fundament zur Willensbildung der Gesellschaft gefährdet ist. Kluge und informierte Entscheidungen zu komplexen Themen wie Gesundheit, Umwelt, Politik, Soziales und Wirtschaft zu treffen, ist in diesem Umfeld extrem schwierig. Was können Universitäten und WissenschaftlerInnen dagegen tun? Universitäten haben das Heft des Handelns selbst in der Hand, um diese Entwicklungen aufzuhalten. Es heißt politische Bildung. Bei dem Begriff orientieren wir uns an der Definition der Bundeszentrale für politische Bildung. Politische Bildung ist die Sammelbezeichnung für alle bewusst geplanten und organisierten, kontinuierlichen und zielgerichteten Maßnahmen von Bildungseinrichtungen, um Jugendliche und Erwachsene mit den zur Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben notwendigen Voraussetzungen auszustatten. Vornehmste Aufgabe der Universitäten ist es, Wissen zu generieren und zugänglich zu machen und Menschen so zu befähigen, in unserer Gesellschaft verantwortungsbewusst und souverän zu handeln. Politische Bildung gehört in unserer hochpolitisierten Gesellschaft mehr denn je essentiell dazu. Und warum sollten ausgerechnet Universitäten politische Bildung anbieten? Der wissenschaftliche und der politische Diskurs haben strukturelle Gemeinsamkeiten. Beide Diskurse zeichnen sich durch komplexe Themen und Zusammenhänge aus, durch klare Regeln und die Vorläufigkeit dessen, was gilt. Die nachvollziehbare faktenbasierte Darstellung von gewonnener Erkenntnis und die respektvolle Auseinandersetzung mit anderen Positionen wird im wissenschaftlichen Diskurs beispielhaft erprobt. Ebenso gehören die wissenschaftstheoretische Reflexion über die Frage, was ist wahr, und die methodische Bewertung von Informationen essentiell zur wissenschaftlichen Bildung. Diese Fähigkeiten sind auch im politischen Diskurs unabdingbar. Darüber hinaus sind Kommunikations- und Medienkompetenzen wesentlicher Bestandteil politischer Bildung. Im Konzept der Universität zu Köln von digitaler Bildung ist zum Beispiel Data, Information und Content Literacy ein tragender Kompetenzbereich. Damit ist digitale Bildung ein Teil von politischer Bildung. Sie ermöglicht einen bewussten, reflektierten und mündigen Umgang im digitalen politischen Diskurs, indem Universitäten ein breites und niedrigschwelliges, forschungsbasiertes Lehrangebot machen, können sie dazu beitragen, dass möglichst viele BürgerInnen wissenschaftliche Diskurskompetenzen und digitale bzw. politische Bildung erwerben. Wie sollen Universitäten das machen? Haben sie noch nicht genug zu tun? Universitäten verfügen über flexible Lernformate, die leicht skaliert werden können, zum Beispiel Vorlesungsaufzeichnungen, Livestreams von wissenschaftlichen Veranstaltungen oder auch Online-Selbstlernangebote. Gerade diese Formate sind dazu geeignet, Bildung für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Incentives wie Micro-Credentials können für erworbene Kompetenzen verliehen werden und so auch Menschen motivieren, die bisher vielleicht weniger intrinsisches Interesse an wissenschaftlichen Erkenntnissen haben. Und welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft? Eine bewusste Öffnung der Bubble-Universität, ein Zugehen der Wissenschaft auf nicht-akademische Bereiche soll das Vertrauen der Menschen in die Wissenschaft stärken. Alle Menschen sollen erfahren können, dass sie sich mit komplexen, kontroversen und widersprüchlichen Inhalten konstruktiv befassen können. Die Akzeptanz von Wissenschaft in der Breite der Gesellschaft ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Wissenschaft nicht bloß Teil einer partisanisch getrennten Diskursblase ist, sondern wieder zu dem werden kann, was sie sein sollte,
ein politisch neutrales Fundament zur Willensbildung der Gesellschaft. Und mittelfristig soll das Vorhaben auch zur Sicherung unserer demokratischen Strukturen beitragen. Denn politische Bildung droht mit Blick auf die aktuelle Diskurskultur zur Achillesferse unserer Demokratie zu werden. Liebe ZuhörerInnen, wir bedanken uns vielmals. Wir waren das Team, das heute diesen Talk präsentiert hat. Wir freuen uns sehr nun auf die anschließende Diskussion am Tisch. Okay, vielen Dank. Hören Sie mich? Dann schalte ich noch meine Präsentation frei und wir können loslegen. Also vielen Dank für den vorherigen Beitrag. Mein Name ist Laura Seifert, ich komme von der HTW Dresden und möchte heute einen Impuls zu Studierendenzentrierung geben, um dem Ganzen ein bisschen mehr Transparenz zu geben und ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Da steht natürlich erstmal die Frage im Raum, was ist Studierendenzentrierung und womit habe ich mich da beschäftigt, vor allen Dingen im Kontext der Hochschule. Und da geht es ja vor allen Dingen darum, Verantwortung für den eigenen Lehrprozess, Lernprozess zu bekommen und eben auch die ja, notwendige Autonomie dafür zur Verfügung gestellt zu bekommen. Des Weiteren haben wir auch ja, den Punkt, dass Lernende nicht mehr als anleitende Personen fungieren, sondern eben als Unterstützerrolle zur Seite stehen, um so auch aktive Lernformen fördern zu können. Und ja, der große Punkt von Studierendenzentrierung, vertieftes Lernen zu fördern, Verstehen von Inhalten greifbar zu machen und somit Richtung Kompetenzorientierung und Output-Denken zu gehen im Studierendenalltag. Das Ganze hat das Ziel am Ende, ja, Stärkung von Partizipation der Studierenden. Wir wollen ja Autonomie und Kompetenzerleben fördern, die soziale Eingebundenheit stärken und das führt am Ende ja zur Motivation von Studierenden und bringt in den meisten Fällen auch mehr ja, Motivation beim Lernen und den erfolgreichen Lernprozess. Jetzt steht die Frage für mich in den Raum oder stand im Raum, wie kann ja jetzt Studierendenzentrierung, wie kann da ein Raum geschaffen werden, von der das sozusagen befördert? Und haben wir das Ganze insgesamt angeschaut. Wir haben hier sozusagen einen ganzheitlichen Ansatz von Studierendenzentrierung überlegt, der sich hier in den verschiedenen Ringen sozusagen befindet, von den Organisationsstrukturen, die im oberen Teil zu sehen sind, strategisch und bis nach innen ins Operationale eindringt. Und im unteren Bereich können Sie auch schon mal sehen, die Beispiele für die Umsetzung, wie mehr Studierendenzentrierung eingebracht werden kann. Das Ganze bezieht sich auf den Punkt, dass ja, die einzelnen Aspekte in den Ringen immer auf die, also aus der Sicht der Studierendenzentrierung einfach bedacht werden als Impuls. Genau, jetzt ist es schon auf die zweite Folie gesprungen, auf den zweiten Ring. Hier geht es um den Studiengang, wo einfach auch nochmal geschaut wird, welche Kompetenzen und Qualitätsziele sind denn wirklich wichtig für die Studierenden. Wie kann mehr Internationalisierung und Praxisnähe eingebaut werden, um einfach die Kompetenzen bei den Lehrformaten zu fördern, direkt schon bei der Studiengangsplanung. Im Modul ist es natürlich auch nicht immer möglich, da muss dann geschaut werden, welche Fachkultur ermöglicht überhaupt studierendenzentriertes Lehren. Was kann da umgesetzt werden? Und da muss natürlich auch auf die Lehrpersonen geachtet werden. Nicht jeder ist in der Lage, alles umzusetzen. Und da muss sozusagen ein Mittelweg gefunden werden, um zur einen Seite Studierendenzentrierung umzusetzen und auf der anderen Seite auch die, sage ich mal, Ressourcen der Lehrpersonen ja, mit einzubeziehen. Genau, und das Ganze geht dann im nächsten Schritt auf die Lehrveranstaltung.
wie gesagt, aktive Lehrformate einzubeziehen. Als Beispiele dienen da wirklich Projekte, ganz klassisch auch Case Studies oder auch neuere Formate wie Service Learning, die dann ja auch über längere Zeit eben die Studierenden in die Verantwortung bringen. Und damit wäre ich fürs Erste jetzt auch schon durch. Für Kontakt stehe ich natürlich gerne zur Verfügung und würde dann an die nächste Session übergeben. Ja, vielen Dank, Frau Seifert. Das passt ziemlich gut zu meinem Thema. Ich teile auch just. Ich möchte Ihnen heute einmal die informelle Lernbeziehung vorstellen, die sich zwischen Autonomie und Verbundenheit bewegt, die wir zusammen mit Studierenden und Kolleginnen aus der Lehrerfahrung heraus entwickelt haben und gerade versuchen, etwas zu determinieren. Wie wir wissen, lernen wir in Beziehung zueinander. Und diese Beziehung ist in Lernsituationen auch von einer grundlegenden Wechselseitigkeit geprägt. Leider handelt es sich in fast allen Settings um ein hierarchisch geordnetes und eine asymmetrische Beziehung. In den gängigen Lehr-Lernbeziehungen wird das Lehren deshalb immer wieder als Vermittlungstätigkeit und das Lernen von den Studierenden auch allzu oft als Konsum, als Aneignungstätigkeit verstanden. Das führt häufig zu einem machtvollen Gefälle zwischen den Lehrenden und Lernenden. Und dieses Gefälle manifestiert sich wiederum an den jeweiligen Kompetenzen und Ressourcen. Die Forderung der aktuellen Medienpädagogik nach verstärkter Partizipation der Lernenden und der verstärkten Einbindung schon in der Gestaltung, nach stärkerer Öffnung von Lernsettings, wird durch genau diese Ungleichheitsstrukturen, besonders in den institutionellen Lehr-Lernpraktiken, also auch an Hochschulen und Schulen, unterwandert. Diese Hierarchie in der Beziehung zeigt sich häufig nicht nur in den Lernformaten und in der Auswahl didaktischer Techniken, sondern auch in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation rings um diese Lernbeziehung. Ich sage deshalb, die Lösung ist die informelle Lernbeziehung. Die möchte ich Ihnen kurz einmal vorstellen, nämlich an drei Merkmalen klar machen, was sie kann. Das ist der Kommunikationsmodus, Nähe-Distanz-Verhältnis und das Handlungsspektrum. Der Kommunikationsmodus meint, dass wir uns mit einer positiven Handlungssprache begegnen. Das heißt, wir bitten um das, was das Leben bereichert. Und wir versuchen, möglichst proaktiv, konstruktiv zu sprechen. Wir fragen und bewerten weniger. Wir versuchen, grundlegend ein offenes Mindset in die Kommunikation hineinzulegen. Das Nähe-Distanz-Verhältnis in der informellen Lernbeziehung ist von einer grundsätzlichen Nicht-Formalisiertheit geprägt. Das war jetzt ein bisschen sperrig. Es gibt aber auch kein Versus und keine Freundschaft. Wir sind nicht in einer beruflichen Beziehung, sondern eben in dieser Lehr-Lern-Beziehung. Da übernehmen wir auch die Verantwortung für unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse und sprechen nicht in einer eigenen, also unsere eigene Bedürftigkeit lassen wir außen vor. Das Handlungsspektrum wiederum meint, dass die informelle Lernbeziehung einen abgegrenzten Geltungsbereich hat. Das heißt, zeitlich und räumlich ist sie genau in diese Lernsituation eingebunden. Und außerhalb dieser Lernsituation existiert diese Beziehung nicht als solche. Dadurch bleibt sie auch in einem professionellen Setting. Also wie ich schon gesagt habe, nehmen wir unsere eigene emotionale Bedürftigkeit zurück und versuchen komplett auf der Sachebene zu kommunizieren, um das professionelle Setting zu wahren.
Ich sage die informelle Lernbeziehung fetzt, denn sie gibt uns die Möglichkeit, und Frau Seifert hat es gerade schon ein bisschen angedeutet, in neue Rollen reinzukommen. Der Lernende kann als Wachsende wahrgenommen werden und nimmt sich auch selbst so wahr, versucht möglichst proaktiv in das Lerngeschehen zu kommen. Und der Lehrende soll der Begleiter sein und die Begleitende und wird selbst auch zum Lernenden. Die Beziehungsgestaltung der informellen Lernbeziehung funktioniert über Vertrauen und hat deshalb die Chance, diese hierarchische Struktur aufzubrechen mit dieser Gegenseitigkeit. Ich freue mich auch, wenn es noch Fragen gibt, nachher am Tisch. Vielen Dank dafür und damit übergebe ich jetzt auch direkt an Michael Barton mit dem Thema Lehr-Lernbeziehung stärken. Ja, vielen Dank. Genau, ich möchte darüber sprechen, wie wir der Lernbeziehung stärken können und bin da vor allem sehr stark inspiriert worden vom Unconditional Teaching. Grundsätzlich sehe ich folgende Probleme bei uns im Hochschulalltag. Einerseits eine große Distanz zwischen Lehrkräften und Lernenden durch reinen Frontalunterricht. Lehrkräfte besitzen häufig ein großes Misstrauen gegenüber der Motivation und der Eigenverantwortung von Studierenden, etwas lernen zu wollen. Wir haben wenig Raum für Partizipation bei uns in den Veranstaltungen und ich sehe häufig Studierende mit Angst und Unsicherheit vor Beteiligung, Beschämung, Prüfung und Kritik. Und deshalb möchte ich einmal meine Instrumente vorstellen, mit denen ich unter anderem in Auftaktveranstaltungen versuche, diese Probleme zu beheben. Nummer eins, Gleichwürdigkeit, Kooperation und Nahbarkeit. Um das Eis zu brechen, stelle ich Studierenden in der Auftaktveranstaltung Fragen wie das Lieblingstier oder der erste verrückte Studierendenjob und natürlich beantworte ich die Fragen auch selbst und komme somit ins Gespräch mit den Studierenden in Austausch und wir nehmen ein bisschen den Ernst aus der Situation. Zu Beginn jeder Veranstaltung nutze ich einen sozialen Check-in, wo wir alle unsere Stimmung eintragen, mit der wir aktuell im Raum sind, um sozusagen auch zu sehen, mit welcher Stimmung die Leute sich im Raum befinden. In allen meinen Veranstaltungen sehe ich mich als Gastgeber mit Expertise oder Coach auf Augenhöhe und nicht als kommandierender, kontrollierender Wissensvermittler. Und ich setze vor allem auf kooperative Lernformate wie Gruppenarbeiten und Tandemarbeiten und setze mich bewusst in diese kollaborativen Arbeitsformate auch mit rein, um auf Augenhöhe mit den Studierenden zu sprechen, um somit Wertschätzung, Rücksichtnahme und Support zu fördern. Studierende haben bei mir die Möglichkeit, die Veranstaltungsdurchführung mitzugestalten. Wie passiert das? Bereits vor der ersten Veranstaltung biete ich einen Fragebogen an, wo die Studierenden unterschiedliche Aspekte der Veranstaltung benennen können, wie sie sich diese vorstellen und wünschen. Und das fließt dann in die Durchführung mit ein. Und zudem haben Studierende die Möglichkeit, am Ende des Semesters noch einmal zu erwähnen, was hätten sie anders gemacht, wenn sie nochmal von vorne beginnen könnten. Und diese Ratschläge nehme ich mit und präsentiere die dann den nächsten Jahrgang. Ein ganz wichtiges Element sind Ressourcen und Bedürfnisse. Ich lege von Anfang an Karten klar auf den Tisch und sage, welche Ressourcen habe ich in der Veranstaltungsdurchführung und was wünsche ich mir von den Studierenden. Und anschließend formulieren die Studierenden auch ihre Ressourcen und Bedürfnisse, die ich dann im Plenum anspreche, kommentiere und zeige damit den Studierenden, dass sie natürlich auch mit ihren Angaben gehört werden. Gerade eben wurde auch schon Eigenverantwortung und Vertrauen angesprochen, genauso wie Akzeptanz. Ich muss natürlich als Lehrkraft den Studierenden einen Vertrauensvorschuss geben, also darauf vertrauen, dass die Studierenden auch mit ihren Möglichkeiten und Ressourcen in die Lehrveranstaltung kommen und die Motivation mitbringen, mit der sie lernen wollen, aber auch können. Das heißt also, es ist wichtig auch zu akzeptieren, wenn ich eine Veranstaltung mit geringer Beteiligung habe, dennoch, dass das die Ressourcen sind, mit der sich die Studierenden aktuell einbringen können, statt darüber sich zu grämen. Ich animiere Studierende vor allem kollaborativ zusammenzuarbeiten und verantwortungsbewusst und richte mein Lehrkonzept darauf aus, dass die Studierenden ihre Stärken zusammenführen, sodass nicht jede Person immer wieder alles alleine machen muss. Das fördert vor allem die Selbstwirksamkeit und letztendlich gibt mein Lehrkonzept, vor allem der Online-Kurs, einen Rahmen für Eigenverantwortung, Flexibilität und Entscheidungsmacht. Das heißt also, ich signalisiere Vertrauen, dass die Studierenden außerhalb meiner Kontrolle selber entscheiden dürfen, wie sie lernen wollen und mithilfe welcher Tools. Fachliche Inhalte ergänze ich durch persönlichen Support.
Ich biete Studierenden ein offenes Ohr und auch außerhalb meiner Veranstaltung informelle Sprechstunden an. Natürlich mit dem Interesse an der Person, der Studierenden. Und ich biete Anlaufstellen, wie Sie hier sehen, außerhalb meiner Veranstaltung für persönliche Krisen an unsere Universität und biete somit Schwäche und Verletzlichkeit auf einen Platz. Um Ängste und Hemmungen für Rückfragen zu reduzieren, biete ich über das Semester hinweg einen Tandempartner an. Das heißt, die Studierenden suchen sich einen Tandempartner, den sie bei Rückfragen aufsuchen können. Und das gibt den Studierenden Sicherheit und Unterstützung und fördert natürlich die Beziehung. Ganz wichtig ist mir Wertschätzung und Anerkennung. Ich würdige also Beiträge, Teilnahme, Aufwand und Zeit, die die Studierenden in die Veranstaltung mit einbringen. Ich erkenne also Leistungen und Einsätze an und kommuniziere das im Plenum. Also selbst Wortbeiträge, die jetzt keine Top-Beiträge sind, würdige ich und erkenne diese an. Zudem biete ich Studierenden die Möglichkeit, im Laufe des Semesters Abzeichen zu erlangen. Das heißt also nicht nur am Ende des Semesters gibt es in Form einer Note eine Bewertung der Leistung, sondern die Studierenden haben die Möglichkeit, während des Semesters hinweg ihr Engagement gewertschätzt zu bekommen. Und dass das alles recht gut funktioniert, das sehen Sie hier an dem Feedback und damit danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank dafür und damit kommen wir auch schon zum letzten Vortrag dieser Runde zu Clara Müller mit dem Thema mit dem studentischen Buddy-System zum digitalen Mindset. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich arbeite als wissenschaftliche Hilfskraft am Zentrum für interdisziplinäres Lernen und Lehren an der Technischen Universität Dresden. Aktuell läuft dort das Projekt Virtuos, gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und Ziel von Virtuos ist es, eine hochschulübergreifende Vision für virtuelle und hybride Lehre zu erarbeiten. Und in interdisziplinären Projektteams werden neuartige Lehr- und Lernszenarien entwickelt, erprobt und evaluiert. Innerhalb von Virtuos bin ich im Teilprojekt Students tätig. Wir arbeiten primär an Formaten zur Ausbildung und Förderung von Digitalkompetenzen bei Lehrenden und Lernenden. Und dabei verfolgen wir den Students as Partners Ansatz. Und im Rahmen von Virtuos ergab die Begleitforschung, dass interdisziplinäre Lehrformate zur Ausbildung von Digitalkompetenzen den Studienerfolg positiv beeinflussen. Und um diese Lehrformate innerhalb des Projekts zu erforschen und für alle Studierenden der TU Dresden ja ein entsprechendes Angebot zu schaffen, haben wir den Führerschein für Digitalkompetenzen entwickelt. Jetzt habe ich einmal zu viel. Ja, dabei handelt es sich um ein asynchrones Selbstlernangebot, mit dem sich vor allem Studierende digitale und didaktische Kompetenzen aneignen können. In einem iterativen Prozess haben wir mit den Teilprojekten relevante Digitalkompetenzen herausgearbeitet und daraus entwickelte sich ein breites Kompetenzverständnis, bei dem es nicht nur darum geht, digitale Medien zu kennen, sondern sie auch sinnvoll auszuwählen und in verschiedenen Szenarien einsetzen zu können. Im Prozess haben wir einige Defizite des Selbstlernangebots identifiziert. Also zum einen haben wir festgestellt, dass sich viele Digitalkompetenzen darauf beziehen, eine positive Haltung gegenüber der digitalen Welt zu entwickeln. Und dieses digitale Mindset lässt sich durch das Selbstlernangebot nur schwer adressieren. Also es bleibt die Frage, wie man das Interesse fördert, sich weiterzubilden und neue Digitalkompetenzen zu erwerben. Und die zweite Schwierigkeit liegt darin, dass die Aktualität des, die Aktualität des Angebots zu gewährleisten. Also immer neue Kompetenzen werden notwendig, um die Chancen und Herausforderungen der digitalen Welt zu erkennen und erfolgreich in ihr zu navigieren. Und der universitäre Kontext ist jedoch zu unflexibel, um schnell genug auf diese Veränderungen zu reagieren. Also es dauert zum Beispiel sehr lange, für das Erlernen eines neuen Tools einen entsprechenden Kurs zu erstellen. Deshalb kam uns die Idee zum studentischen Buddy-System. Unsere Vision ist eine Art Dating-Plattform für Digitalkompetenzen. Also wir wollen ein Matching ermöglichen zwischen Personen, die über bestimmte Digitalkompetenzen verfügen und diese weitergeben wollen, und Personen, die Digitalkompetenzen erlernen wollen. Und diese Tandempartner finden sich dann zusammen als sogenannte Buddies und unterstützen sich gegenseitig beim Erwerb von Digitalkompetenzen. Dadurch erreicht man gegenseitiges Empowerment, also die Buddies bereichern sich gegenseitig und wir hoffen dadurch eben auch, das digitale Mindset zu fördern.
Also, dass die Buddies gegenseitig Interesse wecken, Neues auszuprobieren. Und gleichzeitig kann so ein Angebot flexibel an die Bedarfe angepasst werden. Also man findet unter Umständen schneller einen Buddy für ein neues Thema, als dass ein Kurs dazu angeboten wird. Wir haben allerdings einige Schwierigkeiten bei der technischen Umsetzung. Also aktuell ist das Buddy-System als Pilotprojekt geplant über die Lernplattform Opal, angegliedert an unseren Kurs Führerschein Digitalkompetenzen. Und da wollen wir die Forumsfunktion nutzen und das so als Suchen und Bieten in der Form von Forumseinträgen implementieren. Das Problem ist allerdings, dass das sehr kompliziert ist und auch nicht automatisiert. Also es gibt im Prinzip eine geringe Usability. Und es ist auch nicht komplett frei zugänglich, weil man für Opal eine Anmeldung benötigt. Das heißt, wir suchen noch nach einer geeigneten Plattform, die Barrierefreiheit und Datenschutz gewährleistet und gleichzeitig durch automatisiertes Matching die Kontaktaufnahme erleichtert, sodass das Buddy-System gegebenenfalls dann auch zum Selbstläufer werden kann. Ja, damit möchte ich Sie herzlich einladen zur Diskussion an unserem Thementisch später. Also wenn Sie Fragen, Anregungen oder Ideen zu unserem Projekt haben, zum studentischen Buddy-System und vor allem dann zur technischen Umsetzung, ja, können Sie sie, glaube ich, gleich im Anschluss stellen oder dann beim Thementisch, dann freuen wir uns auch, mit Ihnen zu diskutieren. Genau, oder Sie kontaktieren uns per Mail. Vielen Dank. Vielen Dank, Clara, dafür und auch vielen Dank an all die anderen SpeakerInnen für diese sehr spannenden Vorträge. Bevor ich es vergesse, die Bitte an alle SpeakerInnen, die Folien im Nachgang noch hochzuladen, damit die Teilnehmenden auch darauf Zugriff haben. Ich habe im Chat geteilt, wo man das machen kann. Einfach, wenn Sie wieder in der Lobby sind, ins Menü gehen und dort auf Dateien und dort dann unter dem entsprechenden Tag, also dem 27. April, die Folien hochladen. Ich werde jetzt erstmal die Aufnahme beenden.